Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinde Rade. Ja, wie ihr seht, bin ich am Gras einfahren. Ich habe hier auch noch eine Kleinigkeit gekauft. Einmal ein Schiebeschild und ein Siloverteiler. Wir haben schon ein bisschen Gras drinne. Viel wird es, denke ich mal, nicht, weil kam irgendwie nicht so viel runter, habe ich das Gefühl. Naja, gut, wir sind auf der Wiese 14, war das, glaube ich, ne? Ja, da liegt jetzt noch ein bisschen was. Ich denke mal, das sollten wir jetzt alles mitkriegen. Ja, und was mit dem anderen Feld ist, wo, okay, oder mit den anderen beiden Feldern hier am Hof, das ist bis jetzt immer noch Gras. Also ich habe da auch hier im Menü, was das angeht, unter den Season habe ich jetzt dazu nichts gefunden, außer dass das Gras nach 2 Tagen verschwindet komplett und halt pro Tag auch ein bisschen weniger wird immer. Das war das Einzige, dass ich Heuballen entwickeln kann. Wenn ich keinen Unterstand dafür habe, damit das nicht nass wird, beziehungsweise auch zu dem Verschwinden, glaubt, Gras verschwindet sowieso nach 2 Tagen. Bei Regen, da wird das mit dem Heu, glaube ich, genau dasselbe sein. Wenn die nass werden, verschwindet das auch irgendwie. Ich glaube, mit Stroh auch. So, immer mal hier den Feldweg langfahren. Diesmal nicht mit 50, sondern immer runter auf 30. So, wie gesagt, das Gas, was da auf den Wiesen, wow, doch ganz schön hoffentlich noch, was da auf den Wiesen am Hof liegt, das lassen wir bis morgen noch liegen. Ich will das Silo eigentlich aber auch nicht so lange aufgedeckt lassen bis morgen. Wenn ich fertig bin, bin ich fertig, dann mache ich das zu und dann wird nur Presswickelkombi geholt und dann wird da halt Silageballen rausgewickelt. Da muss man halt später nochmal Heu machen. Aber dann hätten wir wenigstens schon mal, ja, wie gesagt, dann wird im Heu, im Sommer Heu gemacht, weil das Gras dann dementsprechend weit ist. Ich habe die Zeit jetzt noch auf einstehen, weil, wie gesagt, ich will das hier eigentlich noch reinholen, bevor es dunkel wird. Nur ich habe mir auch ehrlich gesagt die beschissenste Wiese ausgesucht. Ich komme da echt beschissen rein mit dem Anhänger. Hätte ich mir doch lieber die oder die, ja, und eine oder die 37 hier geradezu, da komme ich besser rein. Vielleicht werde ich die noch mal ein bisschen durchtauschen. Aber ich sehe mir hier die 37. Hier würde ich auch schon wieder beschissen reinkommen. Hier kommen wir ganz gut rein. Zack, geradeaus zu. Vielleicht tauschen wir die Wiesen nochmal. Ja, die Weiden. Mal sehen. Aber die hat nicht so eine, ja, was heißt schön. Wir gucken mal einmal von oben. Und die ist auf jeden Fall größer. Aber die hat nicht so eine schöne Inseln und dazu wie hier, so, das gefällt mir nämlich. Hier wäre das, aber hier kommen wir auch wieder beschissen rein. Und hier wäre auch nichts. Hier würden wir auch noch gut reinkommen, aber hier ist auch nur gerade. Mal sehen. Ich denke mal, das Gras sollte hier jetzt alles in den Ladewagen reingehen.
Auch wenn das natürlich für den Helfer nicht schön ist, wenn die überall so eine Insel sind. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen schöner. Also wie gesagt, also das ist für uns ist das total beknackt hier. Fahren wir erst so, dann fahren wir zurück und dann fahren wir rein. Ich weiß, es ist nicht schön, aber naja. Okay, fangen wir mit der Bahn hier an. So. Es sollte eigentlich noch alles reingehen. Jetzt haben wir 16 Uhr. Ja. Noch ein Grad kälter, wo wir gerade eben waren noch 18 Grad, jetzt sind wir noch 17 Grad. Mal gucken, wie wir das machen. Und da sind schon wieder die Bienen. So, Bienen sind mir ganz schön laut. So hören wir sie nicht so doll. Wie gesagt, weil das ist nämlich dann doch ganz schön. Wenn das nix wird mit dem Heu, also wie gesagt, bis kurz vorher warten wir noch bis 10.11 ungefähr. Können wir hier nochmal schnell den Ding aufmachen. Ab 12 soll es ungefähr regnen. Wow. Man sollte das auch anschalten, ne? Man sollte es auch schon anschalten. Nee. Hier nehmen wir alles mit hier. Kollege. Oh, ich denke mal, das sollte eigentlich alles reinnehmen. Ich denke mal, denn das andere Feld werde ich offline weitermachen. Ist hier nicht mehr. Das nehmen wir jetzt mal alles mit. Hier ist wieder so große Haufen. Das machen wir von außen. Und dann, jetzt sollte eigentlich alles reingehen. Hier sind ja auch die Bahnen auch nicht mehr so groß. Das haben wir ein bisschen knapp 60%, also. Da hinten liegt noch was. Das ist nicht so schlimm. Schlimmer ist mir das nur, wenn das jetzt nicht hinhaut.
mit dem Heu machen, wie gesagt, dann wird das geschwadet und gewickelt, weil ich das dann nachher verkaufen kann, da ich das ja so nicht brauche. Ich will ja, wollte ja eigentlich diese lose Silage machen. Ich habe auch rausgefunden, da ich gesagt habe, mit dem Grünroggen, den kann ich auch, wenn er erntereif ist, mit dem Mähwerk mähen. Das habe ich schon mal überprüft. Also kann ich ganz normal wie Gras mähen. Kommt dann auch als Gras raus. Ich weiß nicht, ob ich daraus Heu machen kann. Wäre mir eigentlich aber auch egal. Aber ich würde es trotzdem lieber häckseln, wie es in Ballen pressen. Da müssen wir dann noch mal gucken, wenn das denn soweit ist, wie wir das machen. So, der Rest, der was hier drauf liegt, ist für die Rehe, sag ich jetzt mal, für die Häschen. Aber ihr seht den Unterschied. Da auf dem Feld ist es so hell wie sonst ohne Season das Heu und hier im Anhänger ist das dunkelgrün. Also, ja. Ist ein bisschen komisch. So, hier kommen wir auch nicht so rum. Müssen wir mal hier auf den Nachbarn sein Feld fahren. Einmal zurückstoßen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat beim ersten Mal besser geklappt. Macht der Tor zu. Macht das Tor zu. Wie gesagt, ich denke mal, ich werde das doch noch einmal tauschen. Vielleicht haben wir die 37 oder doch die andere da. Oder irgendwie nehmen die 14 weg, und die 17 können wir auch machen. Also, ne? Das ist jetzt nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, da kommen wir scheiße rauf. Ich will auch noch erst warten, bis von dieser Karte eigentlich ein Update kommt. Wegen dem Plan, was ich hatte, wegen den Kühen machen. Hier vom Frühling bis Herbst, denn auf die Weide denn die Kühe schicken, die Milchkühe. Oder eigentlich ist es ja doof, hier die Milchkühe hinzuschicken, weil die müssen ja am Stall gemolken werden. Ne? Hier ist zwar auch, da in den Unterstand ist zwar auch Milchdingstrigger, aber das ist ja wieder doof. Also würden wir das dann vielleicht doch anders machen. Andersrum, dass hier denn unsere, ich sag mal, unsere Mastkühe, unsere Fleischkühe hinkommen und im Stall dann halt nur unsere Milchkühe. Das könnte man auch so rum machen, denn das wäre dann halt nicht so schlimm. Weiß ich nicht, dass man sich so 30, 40 Milchkühe und 20, 30 Mastkühe, sag ich jetzt, Mast- bzw. Zuchtkühe, Fleischkühe, wie man das auch, wie auch das immer bezeichnen möchte, halten und die dann halt zum Winter halt wieder reinholen in den Stall oder im Spätherbst. Die dann wieder nach Hause holen tun. Ich bin ein bisschen erkältet, wundert euch nicht, ne? Wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, vielleicht bin halt ein bisschen erkältet. So, das bringen wir jetzt nach Hause. So lang wird die Folge heute noch. Wie gesagt, das mache ich dann offline fertig.
kommt nichts. Dann wird es auch Zeit mal, dass wir den Glas mal ein bisschen waschen vielleicht. Wird die Folge heute klein, ist ein bisschen länger, aber ich denke mal, das wird nichts. Das macht nichts. Sind die auch Autos unterwegs oder was? Ja doch. Da kommt einer. Und da biegt der schon wieder ab. Viel wird hier, denke ich mal, nicht reinkommen. Wie gesagt, wenn das hier am Hof da mit den beiden Wiesen hier nicht klappt, mit dem Heu, dann wird Silage gemacht, also Silageballen. Die müssen dann zwar auch ein bisschen stehen, ich glaube, ein Drittel eines Jahres und eines Monats, also, ich glaube, ein Drittel stand da. So, gut. Wir sind denn aber auch erstmal am Ende angekommen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut. Tschüssi.